die Band Hassgesang. An der rechten Gesinnung der Brandenburger Musiker gibt es nichts zu deuteln. Deswegen steht sie auch unter Beobachtung des dortigen Verfassungsschutzes. Ende letzten Jahres wird der Sänger der Band, der 28-jährige Mike B., hier Familienrichter auf Probe am Amtsgericht Lichtenfels. Unfassbar finden die Menschen dort. Ja, ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich frage mich, wie der so einen Posten bekommt. Was soll man sagen? Unbegreiflich. Kann man ja, wollen wir mal sagen, unbegreiflich. Das andere Wort kann man nicht öffentlich sagen. Die zuständigen Behörden geraten in Erklärungsnot. Der Verfassungsschutz teilt mit, man habe im Februar vom Umzug Mike B.'s nach Bayern erfahren. Die Behörde wusste aber nichts von dessen Absicht, Richter werden zu wollen. Eine Meldung ans Justizministerium blieb aus. Das Ministerium selbst hätte beim Verfassungsschutz anfragen müssen. Dazu hätte Mike B. wiederum aber in seiner Bewerbung Angaben zu seiner Vergangenheit als Sänger und Aktivist in der rechten Szene machen müssen. Wer sich für den Bayerischen Justizdienst bewirbt, muss eine Erklärung zur Verfassungstreue abgeben und einen Fragebogen zur Verfassungstreue ausfüllen. Darüber hinaus wird vor Einstellung eines Richters oder einer Richterin ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, populär gesagt Strafregister, eingeholt, um festzustellen, ob irgendwelche strafrechtlichen Vorahnungen vorhanden sind. Mike B. fällt, salopp gesagt, durchs Raster. Ein System, das auf Gutgläubigkeit beruht, findet der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich. Glauben Sie wirklich, dass da jemand dann die komplette Wahrheit sagt, du, ich hab da noch was, das wollte ich euch noch mitteilen. Also darauf, glaube ich, brauchen wir uns nicht stützen, brauchen wir auch nicht hoffen. Mike B. fliegt nur durch Zufall auf. Ein Bayreuther Polizeibeamter wird bei seinem Namen stutzig, als der 28-Jährige eine Anzeige aufgibt und meldet sich beim Verfassungsschutz. Sowohl Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als auch Justizminister Winfried Bausback sprechen sich nun für die Wiedereinführung der Regelanfrage aus. Soll heißen, jeder Staatsdiener würde pauschal vom Verfassungsschutz überprüft. Im Landtag herrscht darüber Diskussionsbedarf. Also meine ganz persönliche Meinung dazu ist, nachdem ich aufgescheucht bin, dass eine Regelanfrage im Grunde eigentlich sinnvoll wäre, sie im Verfassungsschutz auch wieder einzuführen. Dass man wieder zu der Schnüffelpraxis zurückkehrt und die Leute vorher alle abcheckt und befragt, die Zeiten sind vorbei. Ich denke doch, dass man den Hinweisen nachgehen sollte, wenn man welche hat. Das ist wesentlich konsequenter. Mike B. selbst wird am letzten Dienstag vom Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg angehört. Er bittet selbst um seine Entlassung, die noch am Dienstagabend offiziell wird. Die juristische Karriere des 28-Jährigen in Bayern ist nunmehr vorbei. Die Diskussion um die Regelanfrage steht aber erst am Anfang. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.